So, also Jungs, dann arbeiten wir heute die Situationen von Stellungsspiel unserer Innenverteidiger. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder die Schwierigkeiten gehabt, dass wir die Lücken durch unser Stellungsspiel immer wieder freigelassen haben für den gegnerischen Stürmer. So sind wir in einer Situation, wo der Stürmer, also die gegnerische Mannschaft im Spielaufbau, es schafft, hier der Stürmer anzuspielen. Und der Fehler, den wir immer gemacht haben, war, dass wir uns mit den Auftaktbewegungen vom gegnerischen Stürmer sofort rausziehen lassen haben. Und das hat natürlich immer wieder zur Folge gehabt, dass der Stürmer durch geschicktes Zuspiel mit dem Doppelpass hier in freie Räume hinter uns den freistehenden Stürmer in Szene setzen konnte. So, problematisch ist es erstens, dass wir uns aus der Situation, aus der Kette zu schnell rausziehen lassen. Und zweitens, dass die Absicherung, die Dreierkette Absicherung, beziehungsweise das Dreieck, die Dreieckabsicherung nicht gewährleistet wurde. So, in Zukunft wollen wir erstmal, wenn der Gegner, beziehungsweise wenn der gegnerische Stürmer sich rauslöst, wollen wir erstmal die Höhe halten, damit dieser Raum hier hinter uns nicht sofort entsteht und er somit da angespielt werden kann, sondern wir halten erstmal die Höhe und erst mit dem Zuspiel rücken wir raus. Und da rücken wir raus und gehen nicht in den Zweikampf. Es ist wichtig, weil wenn wir hier in den Zweikampf gehen und der Stürmer sich aus der Zweikampfsituation befreien kann, dann haben wir ein Problem. Also geht es zunächst mal darum, ihn zu stellen und zu verhindern, dass er sich dreht, erstens. Und zweitens müssen wir uns auch darauf verlassen, dass der Ball mal 6, in dem Fall, der reinrückt und ihn von hinten, von vorne doppelt. Ist es klar, Jungs? So. Mhm. Und bei der Doppelaktion muss man immer trotzdem darauf achten, dass hinter der Innenverteidiger, der rausrückt, eine Dreieckabsicherung gewährleistet wird. Für alle Fälle. Und somit zwingen wir zum einen die Bälle hier in der Breite und da kann man uns wieder anders stellen, da rückt man wieder ballorientiert, dann verschiebt man wieder alle und dann hat der Gegner keinen Platz in die Tiefe gewonnen. Den haben wir ihn zur Seite gelenkt. So, das zu der Situation mit dem Stellungsspiel von unserem Innenverteidiger. So, und das zweite ist es sowieso die Art und Weise, wie wir hier im Zentrum stehen. Da müssen wir immer gucken, bevor das Zuspiel gespielt wird, dass wir überlappen zum Ball stehen. Das heißt, wir decken der tornahe Seite und zwingen den Gegner somit immer, sich vom Tor weiter zu entfernen. So, optimal ist es natürlich, wenn der Innenverteidiger überlappen steht und der Ball hier das Zuspiel hier antizipieren kann. Aber wir spekulieren nicht, die Aktion hier, die Antizipation, die muss hundertprozentig sicher sein. So, das ist das Training heute. Wir werden nochmal 2, 3 Trainingsvariationen dazu bringen, wie wir dann die Schwierigkeit beheben. So, habt ihr sonst noch Fragen dazu, bevor wir zum nächsten gehen? Nein. So, das war's.